Hola und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr das Spiel Mad Max kostenlos bekommen könnt. Zunächst einmal werde ich euch wie immer einen Mediafire-Link in die Videobeschreibung reinhauen. Dort könnt ihr dann diese beiden WinRAR-Dateien herunterladen. Diese sind zusammen ca. 4,5 GB groß, das ist schon mal eine ordentliche Menge. Ich denke, ihr werdet ihr schon einige Zeit brauchen, ehe ihr das gedownloadet habt. Deswegen habe ich es auch in zwei Teile unterteilt. Und ja, wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr diese beiden Dateien auf euren Desktop verschieben und sie einfach markieren, sodass sie dann so blau hinterlegt sind. Von nun an benötigt ihr das Programm WinRAR oder 7-Zip. Ja, da müsst ihr dann einmal auf den Reiter hier entpacken klicken, wenn ihr WinRAR habt. Oder bei 7-Zip müsst ihr einmal auf den Pfeil und dann auch auf hier entpacken klicken. Wie gesagt, ihr braucht das Programm WinRAR oder 7-Zip. Nachdem ihr das getan habt, wird bei euch auf dem Desktop so ein ganz normaler Ordner hier erscheinen. Von nun an könnt ihr diese beiden WinRAR-Dateien eigentlich löschen, die braucht ihr nicht mehr. Ihr habt nämlich jetzt das ganze Spiel bzw. ja, die Anwendung dafür und das Setup in diesem Ordner. Den können wir dann einfach öffnen und genau. In diesem Ordner ist dann das Setup drin, da müsst ihr dann einfach nur mit einem Doppelklick einmal drauf gehen. Schon wird sich ja, nach dem bestätigen Moment ja einmal hier dieser das Setup öffnen, zur Installationspfad. Hier wählt ihr dann einmal Sprache Englisch aus, wenn mich nicht alles täuscht, ist das andere Russisch. Da ich das nicht kann, ja, nehme ich einfach Englisch, ihr könnt dann hier auf Browse klicken und euren Installationspfad auswählen. Bei meinen ist es dann Volumen D und Games. Und da wird dann letzten Endes Mad Max rein installiert. Ihr klickt weiter auf Next. Ja, die Sprache könnt ihr auch erstmal auf Englisch stellen. Ich denke, ihr könnt das noch später dann auf Deutsch umstellen, das Spiel. Genau, hier wird noch euer Startmenü-Folder zugefügt. Falls ihr noch kein Windows Microsoft Visual C++ habt, dann würde ich hier die Häkchen einfach stehen lassen. Falls ihr euch sicher seid, dass ihr es habt, könnt ihr einfach die Häkchen wegmachen. Ja, weiter auf Next klicken und auf Install und dann sehen wir uns, nachdem hier Mad Max erfolgreich installiert wurde. Das Ganze werde ich hier im Fast Forward machen. Bis gleich, ciao ciao. So, wie man sehen kann, wurde Mad Max nun fertig installiert. Ihr könnt dann hier ganz einfach auf Finish klicken und es sollte sich dann auf euren Desktop eine Mad Max Applikation befinden. Die könnt ihr dann eigentlich einmal starten. Zuvor würde ich die Datei hier noch einmal so, auswählen, dann mit Rechtsklick drauf gehen und Dateipfad öffnen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr nochmal checken, ob hier alles ist und könnt dann einmal hier auf die Mad Max Datei klicken. So, jetzt sind wir im Menü von Mad Max. Hier könnt ihr einmal auf Settings drücken und dann könnt ihr Controller, Audio, alles einmal einstellen. Ihr habt auch alles an Add-ons dabei. Das heißt, ihr müsst jetzt auf nichts warten, denn hier ist alles dabei. Und ja, ich werde jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob ich eben noch die Sprache umstellen kann. Ihr müsst einmal auf diese CPI-Datei klicken, um die Sprache zu ändern. Da geht ihr dann einfach auf Edit with Notepad oder ganz einfach Öffnen mit und Editor. Ich mache das hier mit dem Notepad. Und da könnt ihr einfach hier oben die Sprache von Englisch einfach auf German umstellen und euren Spielernamen von CPI einfach auf Zox oder je nachdem, wie ihr euren Spielernamen haben wollt. Und dann könnt ihr einfach auf Datei und dann Speichern drücken und schon sollte das Spiel dann auf Deutsch sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr noch weitere Tipps oder Spiele habt, dann könnt ihr sie gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Bye bye, euer LZOX.